Freunde, ich hoffe, wie immer, euch geht's gut. Ihr seht es an meiner roten Nase. In der Werkstatt haben wir es gerade mal 4 Grad. Also nicht gerade angenehm. Trotzdem hält mich das natürlich nicht davon ab, euch ein neues Video zu präsentieren. Denn heute will ich mal auf einen Kommentar eingehen, den ich schon einige Male unter meinen Videos, speziell unter meinen YouTube Shorts, gesehen habe. Und zwar geht es um die Kommentare, in denen sich die Zuschauer Sorgen gemacht haben, dass ich mit Maschinen, also dem Bandschleifer oder dem Winkelschleifer zum Beispiel, zu viel Hitze in die Klinge bringe und damit die Hitzebehandlung des Messers verändere. Ich bin mir sicher, die meisten unter euch wissen, dass es gang und gäbe ist, dass man Maschinen für Messerstähle einsetzt. Und ich versuche euch jetzt ganz kurz zu erklären, inwiefern die Befürchtung der Zuschauer, die diese Kommentare verfassen, berechtigt ist oder eben nicht. Und um das zu machen, werde ich euch jetzt kurz und knapp die 3 grundlegenden Schritte der Wärmebehandlung von Messerstählen beschreiben. Freunde, ganz wichtig, alles was jetzt kommt, ist natürlich alles sehr generell gehalten, denn das hängt natürlich sehr stark von der Legierung ab, welche Schritte jetzt wie vorgenommen werden. Alles klar. Also, im ersten Schritt kommt das Messer natürlich nicht schon in seiner Messerform in der Fabrik an, sondern in Form eines Bleches. Das heißt, die Dicke ist schon vorgegeben, aber alle anderen Dimensionen sind natürlich noch nicht passend. Und bevor der Stahl denn in eine Messerform gebracht wird, wird der Stahl normalisiert. Dabei wird der Stahl sehr hoch erhitzt und ganz langsam abgekühlt. Damit verliert er alle inneren Spannungen und wird auch sehr, sehr weich. In diesem normalisierten Zustand hat der Stahl seine geringste Härte und lässt sich somit sehr, sehr einfach bearbeiten. Nachdem der Stahl in seine Messerform also gebracht wurde, muss er noch gehärtet werden und das ist der Schritt 2. Hierbei wird der Stahl wieder auf eine sehr, sehr hohe Temperatur erhitzt und dort gehalten. Je nach Stahl variieren natürlich Temperatur und Zeit. Im Anschluss daran, ganz anders als beim Normalisieren, wird jetzt die Temperatur sehr, sehr schnell reduziert. Das passiert entweder in einem Wasserbad, in einem Ölbad oder anderen Medien, die das ermöglichen. Dadurch ist die Klinge jetzt auf jeden Fall sehr, sehr hart, aber der große Nachteil auch sehr, sehr brüchig. Eine Eigenschaft, die man in einer Messerklinge auf jeden Fall nicht haben möchte. Und darum folgt jetzt in unserem sehr, sehr vereinfachten Beispiel der dritte und letzte Schritt, das Anlassen. Hierbei wird der Stahl noch einmal, aber auf eine deutlich geringere Temperatur erhitzt. Als kleines Beispiel, D2-Stahl, sehr, sehr verbreitet, wird ungefähr zwischen 150 und 260 Grad angelassen. Ein Beispiel aus der höher legierten Familie, zum Beispiel S30V, wird sogar zwischen 200 und 400 Grad angelassen. Abhängig von der Temperatur und der Dauer des Anlassens verliert der Stahl etwas Härte, aber vor allen Dingen verliert er auch sehr, sehr viel Brüchigkeit. Und jetzt, Freunde, können wir auch verstehen, warum manche Leute sich in den Kommentaren Sorgen gemacht haben, dass wir zu viel Hitze in die Klinge reinbringen durch das Benutzen von Maschinen und dadurch quasi den Anlasseffekt noch verstärken und das Messer zu weich wird. Warum ich trotzdem guten Gewissens Maschinen für meine Arbeiten einsetzen kann, zeige ich euch heute an diesem schönen Messer hier. Das ist eigentlich ein ziemlich gewöhnlicher Auftrag, so wie ich ihn öfter habe. Wir haben einige Ausbrüche entlang der Klinge und auch eine Spitze, die gar keine Spitze mehr ist. Also um beide Fehler zu beheben, müssen wir auf jeden Fall einiges an Material abtragen und das geht natürlich deutlich schneller mit der Maschine. Also Freunde, wie ihr gerade an den Beispielen von D2 und S30V Stahl gemerkt habt, hat jeder Stahl natürlich seine eigene Anlasstemperatur und damit auch seine eigene Temperatur, wo der Stahl an Härte verliert. Also allgemein kann man es natürlich nicht sagen, ab wann der Stahl jetzt wirklich Schaden nimmt, in dem Sinne, dass er weicher wird. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass alles um die 100 Grad auf jeden Fall noch ungefährlich für den Stahl ist, denn es gibt keinen Stahl, der für Messer eingesetzt wird und bei dieser Temperatur schon an Härte verliert. Dementsprechend machen wir jetzt Folgendes. Ich gehe da rein, ihr kommt natürlich mit und schaut mir zu. Wir werden zwischendurch die Temperaturen messen, ob wir denn über die 100 Grad kommen oder ob wir da safe sind. Und natürlich bin ich jetzt nicht extra vorsichtig, sondern mache es ganz genau so, wie ich es sonst auch mache bei allen anderen Aufträgen. Ansonsten wäre der Test natürlich sinnlos. Scheiße. Also Freunde, mit dem Einsatz von Maschinen werden wir bei diesem Auftrag jetzt auf jeden Fall fertig. Die Spitze ist wieder spitz und die Klinge ist wieder ausbruchsfrei. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu den Temperaturen, die ich gemessen habe. Während ich das Messer wieder in Form gebracht habe, habe ich einige Messungen genommen und der Höchstwert war tatsächlich 53 Grad. Also sehr, sehr weit weg von einer Temperatur, die für das Messer gefährlich werden könnte. Und darum, Freunde, könnt ihr euch auch in Zukunft sicher sein, dass eure Messer bei mir in guten Händen sind. Tja, Freunde, und warum war ich mir vor dem Test sogar sicher, dass die Temperatur beim Schleifen deutlich unter den 100 Grad liegt? Das ist ganz einfach. Ich kontrolliere das Ganze immer mit den Fingern. Beim Arbeiten mit Maschinen gehe ich also immer so vor, dass ich einige Sekunden schleife und danach mit der Hand die Temperatur teste. Denn alles über 60 Grad wird für die Hände auf Dauer sehr, sehr schmerzhaft und deswegen muss ich da dann an der Stelle das Material ein bisschen abkühlen lassen.
Ein kleinen Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, sind die Anlassfarben. Bei so einer Tabelle für Anlassfarben kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut ablesen, bei welcher Temperatur der Stahl welche Farbe kriegt. Das Ganze fängt bei 200 Grad an und wird dann zu einem hellen Gelb. Und spätestens dann weiß man, man hat den Stahl beeinflusst. Eine Verfärbung des Stahls, also mindestens 200 Grad, hatte ich auf jeden Fall noch nie. Denn das kann mir eigentlich gar nicht passieren, wenn ich die Finger immer benutze, um die Temperatur zu kontrollieren. Dann würde ich mich vorher nämlich auf jeden Fall verbrennen. Freunde, Jungs und Mädels, damit sind wir tatsächlich auch am Ende des Videos wieder angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Das ganze Video war ja ein bisschen theoretisch mehr ausgelegt als praktisch. Aber vielleicht habt ihr ja noch die eine oder andere Sache lernen können. War das der Fall, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir auch liebend gerne einen Kommentar, die lese ich mir immer sehr, sehr gerne durch. Für alle, die mir richtig aufgepasst haben oder die schnell Sachen vergessen, merkt euch nur eine Sache. Natürlich kann man mit Maschinen auch Messer gehärteten Stahl bearbeiten, dann aber natürlich vorsichtig sein mit der Temperatur. Und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Wie zum Beispiel das nächste, das auf jeden Fall, das verspreche ich euch, wesentlich mehr praktisch sein wird. Also viel mehr Handwerk und weniger Theorie. In dem Sinne, wir sehen uns ganz bald. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.